Hallo meine Lieben, hier ist Christina von Kiwi Secret. Ich stehe wieder im Babyzimmer, da es heute wieder ein Baby-Update gibt. Es geht einmal um den dritten Lebensmonat und ich möchte euch ein wenig erzählen, wie Nico sich so entwickelt hat. Viel Spaß bei meinem Video. Starten möchte ich mit dem Thema Stillen. Wie ihr wisst, habe ich Nico anfangs immer alle anderthalb Stunden angelegt. Dann haben wir das Ganze erweitert auf 2 Stunden. Und im dritten Monat sind wir wirklich gut angekommen, dass wir so einen 3-Stunden-Rhythmus haben. Damit ist er zufrieden, er ist satt und ich bin zufrieden, habe meine Freiheiten, also kann auch schon mal mit ihm irgendwo hinfahren, ohne direkt stillen zu müssen, wenn ich ankomme, sondern halt nur alle 3 Stunden. Das ist total bequem. Klar, mal möchte er auch nach 2 Stunden was essen oder nach 2,5, bekommt er auch. Also aber es ist halt wirklich so, dass er meistens sich jetzt so nach 3 Stunden meldet und ja, das passt ihm gut, mir gut. Wir finden es gut. Was ich jetzt im dritten Monat auch verstärkt bemerkt habe, ist, dass er jetzt, natürlich wird er kräftiger und hat auch mehr Kraft und er hat sich halt ständig in meinen Haaren verfangen. Und ich habe jetzt eine neue Mom-Frisur, also mit den 2 Zöpfen. Das heißt, wenn er an einen Zopf zieht, tut es halt nicht so weh, als wenn er die einzelnen Haare hat. Und er kreist sich halt mittlerweile echt fest so an Hemd oder Bluse und ja, möchte eigentlich am liebsten nie vom Arm, weil er natürlich alles entdecken möchte. Er findet alles total spannend. Genau, abends wird er auch so echt nörgelig, so ab 6 Uhr. Ich glaube, er wird auch einfach müde, aber viele Babys sind ja ein bisschen nörgeliger zum Abend hin. Und dann tragen wir ihn halt durch die Wohnung und zeigen ihm alles und spielen mit ihm. Aber ja, ablegen ist zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr. Ja, man kann sagen, wir verwöhnen ihn in der Hinsicht, aber es ist ein Baby und wir erfüllen nur seine Bedürfnisse. Wir machen das so, wir sind zufrieden damit und ja, so ab 7 Uhr wird er dann Bett fertig gemacht. Wir hatten das auch schon mal so gegen 7:30 erst gemacht. Wir haben aber festgestellt, dass er wirklich eher schlafen gehen möchte. Und deswegen wird er um 7 circa fertig gemacht, Bett fertig gemacht, wird ein bisschen runtergeholt mit Massagen, mit Streicheleinheiten, mit Kuscheln und so um 7:15, zwischen 7:15, 7:30 wird er dann gestillt und um 7:45, 8, je nachdem wie lange er trinken möchte, geht er dann auch wirklich ins Bett und schläft. Und er schläft wirklich gut, also er meldet sich mittlerweile nur einmal die Nacht. Meistens so zwischen 2 und 3 Uhr, das heißt, er geht um 20 Uhr schlafen und meldet sich zwischen 2 und 3, möchte eine Mahlzeit, dann wird er einmal von mir gewickelt. Ja, und schläft danach wieder weiter und ist dann so gegen 7:30 ungefähr wieder wach. Es ist immer ein bisschen unterschiedlich, also manchmal ist er auch schon um 5:30 wach, dann spielen wir ein bisschen, dann schläft er aber wieder ein, weil er eigentlich noch zu müde ist. Er schläft aber wirklich gut. Ja. Ich habe keine Probleme damit und finde es natürlich super, dass er so gut schläft und es ist wirklich überhaupt nicht anstrengend. Also wir haben keine anstrengenden Nächte. Unser Baby ist an sich auch nicht anstrengend. Also man kann ihn jetzt nicht einfach hinlegen und er guckt die Wand an. So einfach ist es dann doch nicht. Und ich kann mich auch nicht immer morgens fertig machen. Ja, je nach Lust und Laune, wie er so drauf ist. Am liebsten ist er natürlich auf dem Arm und möchte die Welt erkunden oder im Kinderwagen. Genau, im dritten Monat war es jetzt besonders, dass er halt wirklich auch die Blätter wahrgenommen hat. Und da sind ihm halt auch mal so die Augen rausgefallen, also wirklich so am Starren. Und ja, findet er total toll, spazieren gehen sowieso. Das heißt, ich gehe aus der Haustür und suche, wo ist der erste Baum und danach hangeln wir so den Bäumen entlang und gehen dann ins kleine Waldstück und das findet er so großartig. Schläft danach aber meistens auch wieder ein, weil es wirklich anstrengend für ihn ist, die ganzen Bäume und so weiter noch zu beobachten. Ja, und mittlerweile interessiert er sich ein bisschen mehr für sein Spielzeug. Also der Ball kommt eigentlich ständig zum Einsatz. Er versucht schon danach zu greifen, mehr oder weniger bewusst. Ja, auf jeden Fall spielen wir immer mit dem Ball, den findet er ganz interessant. Und seine bunte Jacke ist immer noch im Start und immer noch interessant. Und ja, und im dritten Monat möchte er mittlerweile auch sehr ungern auf dem Bauch schlafen. Also er ist definitiv kein Bauchschläfer. ja, mein Mann ist kein Bauchschläfer, also er schläft eigentlich immer seitlich und ich schlafe auf dem Rücken. Und momentan schläft der Kleine eigentlich immer auf dem Rücken, klar wegen der Sicherheit. Seite mag er aber auch, mal schauen, wo das so hintendiert, aber auf dem Bauch mag er überhaupt nicht mehr liegen.
ja, er hebt dann immer das Köpfchen und kommt so nicht zur Ruhe. Also quengelt dann eigentlich nur rum und dann lege ich ihn meistens auf die Seite oder wieder auf den Rücken. Ja, unsere U4 hatten wir auch schon und zwar am 11. Oktober. Also einen Tag später ist er dann genau 3 Monate alt geworden. Und da war er schon 62 cm groß, hatte einen Kopfumfang von 41,5 cm und wog 6.960 Gramm. Ja, somit sind wir immer noch im oberen Bereich der Kurve. Ich stille ihn immer noch voll. Er macht auch noch keine Anzeichen, dass er irgendwie was essen möchte. Deswegen schauen wir mal, wann wir mit der Beikost anfangen. Ja, seitdem wir auch den Baby-Einsatz, den Neugeborenen-Einsatz entfernt haben aus unserer Babyschale, so sieht das Ganze jetzt aus. Wir haben ja den Reset bekommen und in Türkis, also total schön. Fühlt er sich auch jetzt viel wohler. Vorher hat er wirklich gemeckert, geweint, sobald er da reingesetzt wurde. Und dann müsste das Auto am besten schon an sein und wir müssen sofort losfahren, damit er dann aus dem... damit er nicht anfängt zu weinen, weil wenn das Auto fährt, war wieder alles in Ordnung. Ja, aber mittlerweile fühlt er sich dort wohler. Ich kann ihn auch drinnen reinsetzen in die Babyschale und die Babyschale dann ins Auto tragen. Da wir mittlerweile auch ein 4-türiges Auto besitzen, ist das auch möglich. Vorher habe ich das halt nicht mehr hinbekommen, weil er nun mal mit seinen 7 Kilo, mittlerweile sind es schon noch mehr, aber mit seinen 7 Kilo halt wirklich schwer ist für mich, konnte ich das nämlich gar nicht. Zum Thema Köpfchen halten. Er hält seinen Kopf schon, nimmt ihn aber nicht unbedingt jedes Mal mit. Also er ist jetzt auch, ich würde sagen, jetzt nicht einer von der Schnellsorte. Kopf ist natürlich auch schwer, also ich kann das voll verstehen. Wir machen uns auch gar keinen Druck, wenn der Arzt sagt, wir sollen ein bisschen mehr Gymnastik machen, machen wir das halt. Aber wir tun auch so schon sehr viel rum und beschäftigen ihn eigentlich ganz gut. Er möchte ja auch beschäftigt werden. Wie gesagt, man kann ihn nicht einfach irgendwo hinlegen und er guckt sich irgendetwas an. Auch im Mobili findet er nicht mehr so toll. Morgens klappt das manchmal, wenn ich mich fertig mache, dass er dann das Mobili anguckt oder unsere Lampe. Aber da ist er auch sehr, sehr gut drauf. Also morgens ist es so ein Strahlemann, der kommt aus dem Grinsen gar nicht mehr raus. Ja, und nach einem Schläfchen und nachdem er gegessen hat, grinst er eigentlich immer und ist total gut drauf. Also wir haben ein sehr pflegeleichtes Kind, glaube ich. Ja, also dürfen wir uns öfter mal anhören, dass wir uns ja absolut nicht beschweren dürfen. Tun wir auch nicht. Also ich bin total glücklich und kann mir auf jeden Fall vorstellen, noch ein zweites Kind zu bekommen. Ja, und da Nico so gerne rumgetragen wird, hat er jetzt auch das Nörgeln für sich entdeckt. Denn sobald man versucht, ihn abzulegen, fängt er schon an zu quengeln, wenn er spürt, dass man vom Körper, dass er vom Körper weggenommen wird. Ja, mal schauen, wie sich das in der Zukunft weiterentwickeln wird. Ich kann ja auch verstehen, dass er nicht rumliegen möchte. Das ist ja auch langweilig. Ja, hinterlasst mir doch mal in den Kommentaren, wie ihr das handhabt mit euren Babys. Tragt ihr die dann den ganzen Tag rum? Weil zum Beispiel seine Trage, die wir haben von Ergo Baby, die mag er nämlich nicht so. Sobald er reingesetzt wird, fängt er an zu weinen. Dann muss ich ihn erstmal ein wenig schunkeln, dann beruhigt er sich und dann schläft er. Aber das ist ja eigentlich nicht der Sinn der Sache gewesen, denn ich wollte ihn eigentlich wach haben. Also er hätte ja wach bleiben können und sich umschauen können. Aber sobald er in der Trage ist, schläft er oder er schreit, wenn er wach ist. Ja. Deswegen schauen wir mal, wie das so weitergeht. Ich versuche ihn immer wieder abzulegen tagsüber und dann halt so mit ihm zu spielen. Wenn ich gar nicht mit ihm spiele, fängt er wieder an zu quengeln und möchte auf den Arm oder möchte beschäftigt werden. So einfach ist das. Wenn er abends aufwacht, die letzten Male habe ich ihn gestillt, dann ist er eingeschlafen und dann habe ich ihn in sein Beistellbett gelegt. Dann wird er ungefähr eine halbe Stunde danach wach, merkt wahrscheinlich, dass ich nicht mehr da bin. Und fängt dann an zu weinen. Dann bekommt er aber einfach einen Schnuller rein und beruhigt sich dann von selber. Und ja, damit lässt er sich eigentlich immer gut beruhigen, auch auf Autofahrten oder wenn er mal irgendwie mal quengelig ist oder ja, gerade nicht so gut drauf. Nimmt er auf jeden Fall den Schnuller und das erleichtert ihm dann auf jeden Fall, das so ein bisschen runterkommen und sich zu beruhigen. Also er kann mit dem Schnuller quasi sich selbst beruhigen. Das war es auch schon mit meinem Baby-Update. Aus dem 3. Monat. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich wie immer über einen Daumen nach oben und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.